Ever. Ich habe mit Verwunderung vernommen, dass Sie den UN-Zahlen zu den Todeszahlen im Gazastreifen nicht vertrauen. Vertrauen Sie dann auch nicht den Aussagen der UN, dass mittlerweile 70 UN-Mitarbeiter getötet worden sind durch israelische Bombenteppiche und meines Wissens auch 38 Journalisten, war zumindest vor ein paar Tagen die letzte Zahl. Hinterfragen Sie auch die Zahl der getöteten UN-Mitarbeiter und Journalisten im Gazastreifen durch israelischen Beschuss? Dazu sehe ich keinen Anlass. Zusatz? Eine Verständnisfrage hätte ich allerdings noch. Die Vereinten Nationen haben am 31. Oktober aktualisierte Zahlen zu getöteten Zivilisten im Ukraine-Krieg vorgelegt. Seit dem Einmarsch der russischen Armee am 24. Februar. Ja? Wir wären gerade Thema Israel. Ja, aber das verbinde ich noch, keine Sorge. Also auf jeden Fall. Kommt da jetzt noch eine längere Vorrede? Nein, aber ich kann ja ganz. Zu Ihrer Frage, bitte. Zu der Frage komme ich, aber die basiert nun mal darauf. Ich kann es aber noch für Herrn Feldhoff ganz kurz fassen. Also die UN spricht im Verlauf von bisher 20 Monaten Kriegsführung in der Ukraine von 9.900 Zivilisten und darunter 560 getöteten Kindern. Jetzt haben die ebenfalls UN-Angaben zu den Toten im Gazastreifen sprechen von 10.000 Toten und davon weit über 4.000 Kinder, wohlgemerkt im 20. desselben Zeitraums. In Bezug auf den Einmarsch Russlands in der Ukraine spricht sowohl Frau Baerbock wie auch der Kanzler regelmäßig vom Vernichtungskrieg Russlands. Da würden mich noch die Argumente interessieren, wieso Sie angesichts dieser Zahlen nicht von einem Vernichtungskrieg Israel in Bezug auf den Gazastreifen sprechen. Herr Warwick, ich habe ja hier, wie auch der Kollege Hebestreit, am Montag ausführlich erklärt, wie wir zu den Zahlen aus dem Gazastreifen stehen. Und das ändert sich jetzt auch nicht dadurch, dass Sie noch ganz viele, ganz lange Fragen stellen. Ich habe dazu gesagt, was ich dazu zu sagen habe. Ziemlich konkrete Fragen.